So wirst du extrem wichtig für deinen Traummann. Hi, zu dir spricht Sergej Linz. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und in diesem Video möchte ich dir zwei Dinge mitteilen. Durch diese Dinge wirst du wesentlich bedeutender für einen Mann, als du ohne diese Dinge sein könntest. Der erste Punkt, das ist zunächst einmal dein Respekt vor dir selbst. Für einen Mann ist es unheimlich wichtig, mit einer Frau zusammen zu sein. Also, wenn es darum geht, länger mit ihr zusammen zu sein. Mit einer Frau zusammen zu sein, die ihr respektiert. Und sein Respekt ihr gegenüber, also dir gegenüber, fängt mit deinem Respekt dir selbst gegenüber an. Mit deiner Würde. Entwickle ein Gefühl für deine Würde. Hör auf, unwürdiges Verhalten zu tolerieren. Hör auf, unwürdige Menschen zu tolerieren. Ja, du solltest keine negativen Emotionen ihnen gegenüber schenken. Lass sie einfach los, es sind nicht deine Menschen. Es sind nicht Menschen, die in deinem Leben eine Rolle spielen sollten. Wenn du immer nur daran denkst, welche Interessen der Mann hat und wie du nach seiner Pfeife tanzen kannst, damit du ihm gefallen kannst, glaub mir, deine Bedeutung sinkt für ihn. Und somit auch sein Respekt. Und somit auch sein Wille bzw. seine Motivation, mit dir zusammen zu sein. Entwickle ein Gefühl für deine Würde und pflege sie. Mache sie zu einem Heiligtum von dir. Das ist ganz wichtig. Respektiere deine Interessen und verteidige sie. Ja, die Kunst, deine Interessen, deine Wünsche zu kennen und diese nicht nur zu kennen, sondern sie auch zu verteidigen, auch gegenüber anderen Interessen, das ist eine Kunst, die, naja, die wahrhaftige Traumfrauen auszeichnet. Ja, wenn der Mann sieht, dass du deine eigenen Interessen kennst, dass du deine Grenzen verteidigen kannst, dass du sie durchsetzt, dann steigt dein Wert für ihn enorm und er beginnt dich ganz anders zu behandeln. Ja, und der zweite Punkt, verstehe die Psychologie des Mannes. Ja, deine eigene Psychologie zu verstehen, das ist großartig. Respekt vor dir selbst ist großartig. Ja, das ist ein wesentlicher Faktor, das ist ein Fundament. Aber wenn es darum geht, einen bestimmten Mann zu erobern, einen bestimmten Mann verliebt zu machen und zu halten, da brauchst du gewisse Kenntnisse, da brauchst du gewisse Instrumente, wie du auf einen Mann einwirken kannst. Ja, und nicht immer sind manipulative Spielchen gut. Ich bin kein Freund von manipulativen Spielchen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn du eine gewisse Intuition gegenüber der männlichen Psychologie entwickelst, dann wird dein Wert für Männer maximal. Denn dann wirst du ganz genau wissen, wie du auf den Mann und auf den Mann und auf den Mann und auf den Mann einwirken kannst. Weil es gibt nicht einen einzigen Mann mit einer einzigen Psychologie, sondern es gibt viele unterschiedliche Männer mit vielen unterschiedlichen Psychologien, wenn du es so willst. Ja, und je nachdem, was für ein Exemplar dir gegenübersteht, werden dir gewisse Instrumente helfen, ihn anzuziehen und ihn zu erobern und andere eben nicht. Ja, aber diese anderen Instrumente werden dir bei einem anderen Mann helfen, je nachdem, welcher Typ Mann dir gefällt. Und mein größter Wunsch ist, dass du zu einer Expertin wirst, zu einer Expertin, was die männliche Psychologie anbetrifft. Und dafür habe ich dieses Buch geschrieben, Begehrt wie eine Göttin, geheimes Handbuch für Traumfrauen. Dieses Buch habe ich einzig und allein mit dem Ziel geschrieben, dass du diese Kenntnisse nicht nur kennst, ja, sondern sie auch einsetzt. Dieses Buch, 400 Seiten lang, ist voll von unzähligen, hocheffektiven Methoden, wie du Männer verliebt machen, emotional erobern und halten kannst. Wie du zu der Frau seines Lebens wirst, wie du zu dieser einen wirst, auf die er so lange gewartet hat. Ja, ich habe auch ein Hörbuch dazu aufgenommen. Das ist übrigens super, denn da habe ich ein Bonuskapitel mit reingenommen, deswegen sehr zu empfehlen. Den Link zu diesem Buch findest du unter diesem Video. Nochmal, dort bekommst du Wissen, das du nirgendwo sonst bekommst. Über Männer,
über die männliche Psychologie, über dich selbst, über deine Gefühle und wie du auf sie einwirken kannst, wie du auf deine Gefühle einwirken kannst und mit deinen Gefühlen auf die Gefühle des Mannes einwirken kannst. Also sehr viel wertvolles Material, das du übrigens sofort umsetzen kannst. Ja, all diese Übungen kannst du sofort beim Lesen an Männern deiner Wahl anwenden und die positiven Reaktionen ernten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Dein Sergey Linz. Werde zu einer Männerexpertin. Werde zu einer Expertin, was die männliche Psychologie anbetrifft. Und du wirst zu dieser einen, nach der sich wertvolle Männer so extrem sehnen. Bis dann.